Ihr alle kennt ja vermutlich den Jedi-Tempel auf Coruscant. Aber warum wurde der Tempel genau dort errichtet? Lag es nur daran, dass Coruscant die Hauptwelt der Republik war? Oder hatte das auch noch einen anderen Grund? Genau das klären wir heute in diesem Video. Und um es kurz zu machen, dass Coruscant die Hauptwelt der Republik war, war zwar ein schöner Bonus, aber nicht der Hauptgrund dafür, warum der Tempel gerade dort auf Coruscant errichtet wurde. Um das verstehen zu können, müssen wir ziemlich weit in der Geschichte der Galaxis zurückgehen. Und das ganze Jahrtausende vor den Filmen. Denn der Ort, auf dem der Jedi-Tempel errichtet wurde, war früher, bevor Coruscant zu einem reinen Stadtplaneten wurde, ein natürlicher Berg. Und kein gewöhnlicher Berg, sondern ein wahres Heiligtum der ursprünglichen Coruscanti. Warum die Coruscanti diesen Berg anbeteten, ist unklar. Allerdings wurde dieser Berg auch sehr schnell für die Jedi wichtig und dafür wissen wir den Grund. Denn der Berg beherbergte einen sehr mächtigen Machtnexus. Jetzt fragt ihr euch, was ist denn bitteschön ein Machtnexus? Das ist ein Ort, an dem die Macht ungewöhnlich stark ist. Und der Nexus des Berges auf Coruscant war mehr als nur ungewöhnlich stark. Solche Nexus, und ja, laut Duden heißt der Plural dieses Wortes auch Nexus, konnten an jedem Ort in der Galaxis auftauchen. Sie konnten rein zufällig entstehen und sofort wieder verschwinden oder für Jahrtausende bestehen. Solche Nexus konnten aber auch mehr oder minder mutwillig hergestellt werden. So entstanden solche Nexus manches Mal bei Versammlungen vieler sehr starker Machtnutzer oder an Orten, an denen schlimme Tragödien geschahen. So gab es zum Beispiel einen schwachen Machtnexus auf Dagobah, an der Stelle, an der Yoda einen dunklen Jedi getötet hatte, mehrere Nexus auf Korriban, da die Orte dort für Jahrtausende von Sith besucht wurden, und ein besonders starker Machtnexus befand sich auf Ruzan im Tal der Jedi. An genau der Stelle, an der die Gedankenbombe das Leben von hunderten Jedi und Sith ausgelöscht hatte. Das war aber nicht der Fall für den Nexus auf Coruscant. Bei diesem wissen wir wirklich nicht, weshalb er entstanden ist. Als dann genau 5000 Jahre vor der Schlacht von Yavin die Jedi der Republik halfen, die Sith im großen Hyperraumkrieg zu besiegen, wurde den Jedi dieser Berg auf Coruscant aus Dankbarkeit überlassen. Zunächst errichteten die Jedi auf diesem Berg nur kleine vereinzelte Kapellen. Als die Stadt auf Coruscant allerdings wuchs und der Grundlevel der Stadt mit seinen hohen Gebäuden langsam die Höhe des Berges erreichte, bauten die Jedi einen richtigen Tempel auf die Spitze des Berges. Die Grundmauern des Tempels wurden in den Hang des Berges gehauen, wodurch der Jedi-Tempel wirklich auf der Spitze des Berges saß. Mit der Zeit entwickelte sich ein richtiger Distrikt um den Tempel herum, der Mitarbeiter des Tempels, die keine Jedi waren, beherbergte, der dann auch schließlich unter die Hoheit der Jedi gestellt wurde. Andere Jedi-Tempel, wie die Tempel auf Ilum oder Devoron, wurden übrigens auch auf oder neben einem Machtnexus gebaut. Der Tempel auf Coruscant blieb aber nach seiner Errichtung trotzdem für fast 5000 Jahre der Hauptsitz der Jedi, da dort eben auch der Hauptsitz der Republik war und der Machtnexus unter dem Tempel wesentlich stärker war als die Nexus der anderen Tempel. Und somit wisst ihr jetzt auch, warum der Jedi-Tempel genau dort auf Coruscant errichtet wurde. Was sagt ihr? Wie findet ihr diese Erklärung? Und würdet ihr gerne mehr darüber in den Filmen erfahren? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weiterhin täglichen Star Wars Content von mir sehen wollt, lasst mir doch ein Abo da und klickt auf die Glocke. Und wenn ihr jetzt noch mehr von mir sehen wollt, schaut mal hier oben rechts in die Infokarte. Da verlinke ich euch eine Playlist mit all meinen Videos über die Jedi und ein Video darüber, warum die Separatisten eigentlich Kampfdroiden einsetzten. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein! We'll be right back.